willkommen zur 25. Apps for All-Ausgabe. In dieser Ausgabe zeige ich euch das Programm Handbrake, mit dem ihr ganz einfach jedes Video so umkonvertieren könnt, dass es auf eurem iPhone oder iPod Touch abspielbar ist. Und damit fangen wir gleich mal an. Los geht's! So, das Programm, das wir dazu brauchen, nennt sich Handbrake und ich habe das hier schon offen. Und jetzt werden wir mal hier einen Film ins iPod-Format umschreiben. Dazu gehe ich erstmal in den Finder und suche mir hier mal so ein Filmchen raus. Ich werde jetzt hier von meinen selbstgemachten Videos hier mal meine Windows 7-Werbung verarsche nehmen. Weil, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist die Full HD. Spiele ich jetzt hier mal ab. Ich saß hier so neulich vor meinem iPod und da kam mir die Idee. Macht meinen iPod größer und bam, es ist da. Jetzt kommt das iPad raus und das kann alles viel besser und toller und ist super genial und so. Ich bin ein iPod und das iPad war meine Idee. Und so wie das Video jetzt gelaufen ist, funktioniert es natürlich nicht auf einem normalen iPod, weil die Leistung dazu viel zu schwach ist. Und es auch so ein ganz falscher Codec ist und so. Und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Also wir suchen uns jetzt hier in Handbrake erstmal eine Source aus. Und jetzt suche ich eben dieses Video, das ich gerade abgespielt habe. Hier nach Filme. Selbst gemacht. Scroll ich runter. So, nehmen wir das hier. Okay, open. Jetzt gehen wir hier auf Toggle Presets. Und jetzt können wir hier verschiedene Sachen auswählen. Zum Beispiel jetzt nehme ich hier Apple, iPhone und iPod Touch. Und jetzt hat er hier das schon automatisch ausgewählt, was er dazu haben will. Und da würden wir doch mal sagen, das passt uns so, wie er es gesagt hat. Das nehmen wir. Jetzt starten wir das Ganze mal. Und jetzt braucht es so ein bisschen seine Zeit. Also ich habe das so rausgefunden, es braucht so um einen ganzen Spielfilm umzurechnen, so eine Dreiviertelstunde normalerweise. Aber hier, weil es so ein kurzes Video ist, geht es relativ schnell. Und jetzt steht hier, your Handbrake ist done. Und weil ich das hier eingestellt habe, das kann man hier auch noch so andere Sachen einstellen, hat er das Ganze hier auf meinen Desktop drauf gemacht. Jetzt können wir es ja mal abspielen. Und ihr seht, die Qualität hat sich ziemlich sehr verschlechtert im Vergleich zum anderen. Dafür ist es auch kleiner geworden. Aber wenn euch das noch nicht reicht, weil ihr keinen 700 MB Spielfilm haben wollt, gibt es hier noch eine extra Funktion. Jetzt gehe ich hier mal wieder in Handbrake rein. Ach, da habe ich es ja. Habe hier wieder das gleiche Video ausgesucht. Also diesmal mache ich hier Target Size. Und jetzt ist es jetzt vielleicht ein ziemlich dummes Beispiel, weil ich keine Ahnung habe, wie groß es ist. Da schaue ich doch kurz nach. Das hier ist jetzt 1,8 MB. Das ist mir noch nicht genug. Ich brauche weniger. Jetzt tue ich hier ein Häkchen bei Target Size hinmachen. Und schreibe da einfach mal hin. 0,5. So. Jetzt ist hier 0,5 Megabyte eingestellt als Target Size. Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal starte, mache ich hier einfach mal ein Override, weil ich habe natürlich das File schon auf meinem Desktop, aber ist mir jetzt egal. Dann rechnet er das schon wieder um. Jetzt warten wir ganz kurz. Blub. Your Handbrake ist done. Schauen wir uns mal an, was das Video macht. Und ihr seht, das ist echt Pixelspaß hoch 10. Und es macht auch keinen Spaß, auf dem Computer sowas anzuschauen. Aber auf dem iPod geht's eigentlich. Und zwar kommt es drauf an, was ihr einstellt. Also ich habe meine Erfahrung gemacht, beim Spielfilm, ja, mit so anderthalb Stunden ungefähr, ist 200 Megabyte die Target Size, die ich normalerweise einstelle, weil das für mich die perfekte Ausschwankungen zwischen Qualität und Größe sind, aber das muss jeder für sich selber rausfinden, was er da macht. Aber jetzt gibt es hier noch was ganz Besonderes, was man machen kann,
Und zwar Kös. Kös sind so Reihenfolgen, die man mehrmals nacheinander machen kann. Jetzt mache ich hier zum Beispiel mal Source und suche mir hier was ganz Großes aus. So, hier die Jailbreak-Folge, die ist ziemlich groß. Mal oben. Aber die will ich natürlich jetzt nicht hier 0,5 haben. Jetzt mache ich hier einfach mal Constant Quality. Oder wie einfach nochmal das aus. So. Jetzt starte ich das hier. Und während es lädt, denke ich mir, okay, ich lasse das jetzt über Nacht laufen, weil es so ewig lang braucht. Ich will aber über der Nacht zwei Videos umrechnen. Es geht hier wieder zu Source, ganz normal. Das läuft im Hintergrund einfach weiter. Jetzt nehmen wir noch eine andere ziemlich große, zum Beispiel die iPad-Diskussion, die richtig, richtig groß ist. Und jetzt hat sie sich hier geöffnet. Und jetzt machen wir einfach hier oben Add to Kö. Und wenn ihr das jetzt hier seht, Show Kö, hier. Die hat er schon gemacht und die macht er noch. Jetzt könnt ihr es einfach laufen lassen und wenn er fertig ist, macht's blim und ihr seid fertig. So, aber weil ich das jetzt hier nicht will, breche ich die mal ab. Cancel current and stop. So, weil das brauche ich alles nicht mehr. Wenn ich hier mal Handbrake. Gut, so. Und wenn ihr jetzt eins von euren tollen Videos auf euren iPod haben will, wollt, geht's ganz einfach. Öffnen mit, also Rechtsklick, öffnen mit iTunes. Dann wartet ihr kurz, weil Von dann. meinem iPod und da kam mir die Idee. Jetzt hängt's hier rum. Mach meinen iPod größer. Und bam, es ist da. Jetzt kommt. Was geht los? Was geht ab? Nein, auf jeden Fall soll es sich dann normalerweise iTunes öffnen. Ich weiß jetzt nicht, wo es hin Genial ist. und so. Hier ist es ja. Mit dem laufenden Video sollte sich dann iTunes öffnen. Aber ihr seht, ja, nicht bei, dann unter Filme, hier Windows 7 Werbung verarsche iPad. Und wenn ihr jetzt einfach ganz normal mit eurem Computer synkt, mit eurem iPod synkt, dann fällt dieses schöne Video auf euren iPod und ihr habt Spaß beim unterwegs Videos angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir kommen zum Fazit. Handbrake ist kostenlos und erfüllt seinen Job vollkommen. Ich bin super zufrieden damit, außer dass es halt so lange braucht. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen an der Hardware, je nachdem, was man halt zu Hause rumstehen hat. Wenn man zu Hause einen Mac Pro oder einen Quad-Core iMac 27 Zoll rumstehen hat, dann rechnet er das da geschwind weg. Aber mit so einem MacBook braucht es schon seine Zeit. Aber es rechnet es um, danach funktioniert es. Und deswegen habe ich eigentlich kaum was auszusetzen an dem Programm. Also ladet, Leute, ladet. Und man sieht sich beim nächsten Mal bei Apps for All. Bis dann. Ciao.